Lieber Steinbock, herzlich willkommen zurück zu deinem astrologischen Kanal auf YouTube. Ich freue mich, dass du dir Monat für Monat diese Videos anschaust. Vielen Dank dafür und falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere jetzt diesen Kanal, sodass du keine Videos verpassen kannst und damit hilfst du auch, diesen Kanal zu wachsen und sich weiter zu entwickeln. Du beginnst den Monat mit einem Neumond am 1. Februar im Sternzeichen Wassermann. Und das heißt, Februar wird ein wichtiger Monat für dich sein, weil du in diesem Monat einige Dinge klären wirst, die sich direkt oder indirekt mit auf deine finanzielle Situation auswirken werden. Es wird unerlässlich sein, die richtigen Investitionen zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Menschen zu tätigen, sodass du deine Erfolgschancen erhöhen kannst. Am 4. des Monats hast du Merkur direkt laufend in deinem Zeichen. Bis 14. Februar wird sich eine gewisse körperliche Schwäche bei dir spürbar machen. Im Februar solltest du mehr Rücksicht auf deinen Körper nehmen und dich nicht überarbeiten. Das ist sehr wichtig für dich. Auch am gleichen Tag, am 4. hast du so eine Konjunktion Saturn. Mehr Optimismus und Offenheit sind erforderlich, damit du manche Situationen, die dir nicht gefallen, ändern kannst. Korrekturen und Anpassungen sind erforderlich, insbesondere was deine Finanzen betrifft. Zwischen dem 5. und dem 8. hast du Mars, Trigon, Uranus. Du wirst gleichzeitig mehrere Dinge erledigen wollen oder müssen. Es kann eine Herausforderung sein, Verantwortung und Freiheit unter einem Hut zu bekommen und zu vereinigen. Danach am 11. des Monats hast du Merkur-Konjunktion Pluto. Du wirst dich ernsthaft mit einem Menschen oder Thema beschäftigen. Manche Ängste sollte man überwinden. Am 4. da hast du Merkur in Wassermann. Bis 9. März wirst du wichtige Ziele erreichen und dadurch das Gefühl bekommen, dass du stagnierte Situationen in deinem Leben in Bewegung bringst. Und das sind gute Nachrichten für dich. Zwischen dem 15. und dem 16. Februar, da ergibt sich ein Vollmond in Löwe. Durch diesen Mond wirst du einen besseren Überblick von manchen Situationen bekommen und damit mehr inneren Frieden erlangen können. Das Göttliche wird dir etwas durch einen Traum an diesem Tag mitteilen, dementsprechend sei bitte aufmerksam auf deine Träume. Am 18. hast du Jupiter Sextil Uranus. Du wirst mit der Routine abbrechen wollen und was Neues unternehmen. Jemand hält dich in deiner Entwicklung zurück, lieber Steinbock, und dies wird dir ab diesem Tag klarer. Auch am 18. hast du Sonne in Fische eingetreten. Bis Ende März ist eine Reise, Besuch oder Umsiedlung möglich. Zwischen dem 19. und 21. hast du Mond in Waage. Erfreuliche Ergebnisse und Ereignisse sind in den Bereichen der Liebe und des Berufes nicht auszuschließen. Der Kontakt mit einer Frau wird sich positiv auf das Erreichen eines Ziels auswirken. Danach am 23. da hast du Mars Sextil Neptun. Erholung und Regeneration sind am Monatsende besonders angebracht, sodass du wieder Energie tanken kannst. Am 24. Februar hast du Venus, Sextil Neptun, sich für andere einzusetzen, ist begünstigt. Es kann sein, dass du etwas unentschlossen und verunsichert bezüglich einer Person oder Situation bist. Und dann ausschließlich zwischen dem 25. und dem 28. Monatstag hast du Merkur Quadrat Uranus. Am Monatsende sollte man keine großen Investitionen tätigen. Finanzielle Verluste sowie große Ausgaben sind leider möglich. Wenn du eine persönliche Beratung brauchst, dann kannst du gerne jetzt auf meiner Webseite diese buchen.
Lieber Steinbock, ich wünsche dir alles Gute im Februar 2022. Wir sehen uns beim nächsten Video.